Hallo. Manchmal gehen an so älteren Instrumenten da diese Chromschriftzüge kaputt, halt durch irgendwelche Stöße, Beschädigungen oder wie auch immer. Manchmal brechen sie, lösen sich oder auf jeden Fall das Problem, was dann viele haben, ist, dass es diese Schriftzüge, wenn die Instrumente halt schon etliche Jahre auf dem Buckel haben, dass es diese Schriftzüge nicht mehr gibt. Und da ist natürlich dann guter Rat teuer, ne? Was macht man da? Und ja, ich bin jetzt auf die Idee gekommen, weil ich habe ein anderes Instrument, wo stellenweise Stücke fehlen, und habe mir jetzt ein gleiches Instrument besorgt. Habe die ja eh immer da, mal zum Bearbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt nehme ich doch mal so den Schriftzug ab, um daraus dann praktisch einen zu gießen, woraus ich dann die einzelnen defekten Stücke dann herausnehmen kann und ersetzen kann. Jetzt war natürlich die Frage, wie man das am geschicktesten angeht. Es gibt ja verschiedene Verfahren da, also zum Beispiel Silikonguss zu erstellen, also eine Silikonform zu gießen. Dazu müsste man allerdings dann hier praktisch eine Umrandung bauen, müsste das Ganze mit Trennwachs behandeln oder mit Silikonspray, das dann das einsprühen, damit das Silikon später, wenn es eingegossen wird, da nicht dran haften bleibt. Jetzt habe ich allerdings gesehen, dass bei diesen Schriftzügen, wenn man jetzt genau hinsieht, ich zeige das mal, da sieht man das ganz gut, die lösen sich teilweise. So, jetzt könnte man natürlich hingehen und die versuchen wieder irgendwie festzukleben oder so. Allerdings besteht da immer die Gefahr, dass es beim Gießen sich doch nochmal wieder löst und dass das Silikon dann praktisch unten unterläuft und man das später beim Ablösen unter Umständen den Schriftzug mit hochzieht. Also war das schon mal jetzt nicht so eine tolle Idee. Dann habe ich das verworfen und habe so ein bisschen herumexperimentiert. Und wenn man da jetzt keine Massenfertigung machen will, sondern wirklich nur mal so ein Stück braucht, wie es auch bei mir jetzt gerade der Fall ist, für ein anderes Instrument, wo der Schriftzug eben defekt ist, habe ich jetzt eine Lösung gefunden, die total einfach ist, funktioniert. Und man muss also praktisch, wenn ich das jetzt alles behandeln würde mit Trennmittel, dann müsste ich das ja nachher auch alles wieder sauber machen. Und das ist natürlich dann auch eine Mordsfummelei. Ne, abgesehen davon, dass dann eventuell das Stück da vielleicht dabei beschädigt wird oder so, was ich natürlich nicht will. Und das zeige ich jetzt mal, wie ich da, durch Zufall bin ich drauf gekommen, weil ich da so ein bisschen rumexperimentiert habe. Und die Lösung scheint mir ja eigentlich so mit die einfachste und schnellste zu sein. So. Das Geheimnis befindet sich da in dieser Tüte, was ich dann letztendlich genommen habe. Ich zeige das dann nachher auch nochmal. Upsala. Also in der Tüte, weil ich das immer da drin aufbewahre. So. Und das ist ein Industrieclay. Also den kann man überall kaufen, jetzt bei eBay oder irgendwelche Shops, wo praktisch sich mit Formbau beschäftigen und so weiter. Der ist bei Normaltemperatur relativ hart, also man muss den normalerweise weich kneten. Damit kann man dann zum Beispiel, normalerweise tut man damit, wenn man jetzt Gussformen erstellt, tut man irgendwelche Sachen mit abdichten. Oder man kann auch selber irgendwelche Formen draus gestalten, wozu der aber meiner Meinung nach nicht so ganz toll geeignet ist. Also früher hat man da ja irgendwie Modellbau mit betrieben, aber also ich finde den jetzt zum Verarbeiten nicht ganz so toll, aber für unsere Zwecke ist er eigentlich sehr, sehr gut geeignet. So. Und der ist, wie gesagt, im kalten Zustand ist er ziemlich hart, was auch hinterher dann wieder positiv ist, wenn man dann die erstellte Form ausgießt. So. Und der wird bei Wärme wird der ziemlich weich und geschmeidig. Also erstmal warm machen. Das Warmmachen geht am einfachsten im Backofen. Backpapier auf dem Blech,
den Klee in kleine Stücke, damit er sich gleichmäßig erwärmt und auch wirklich durchgewärmt wird, also dass er insgesamt geschmeidig wird. Dann schmeißt man den in den Backofen, so zwischen 60 und 80 Grad, also bei 80 Grad fängt er dann schon nachher leichter Schmelzen an und verläuft. Also man kann dann so 60 Grad, da dauert es halt länger, aber ich habe jetzt den Backofen mal auf 80 Grad gefahren, dann geht das Ganze ein bisschen flotter. Mal gucken, naja, der ist schon, wenn man anfasst, man merkt, der peppt schon das ganze Zeug am Finger. Also der ist schon jetzt richtig gut weich. So. Also von der Konsistenz ist der wie ein gut durchgekneteter Kit. Oh, das schaltet gerade die Kaffeemaschine ab. So, also aber was ich noch dazu sagen wollte, in der Mikrowelle funktioniert das Aufwärmen komischerweise nicht. Das habe ich nämlich auch probiert, habe gedacht, naja, tust es, schmeißt es kurz in die Mikrowelle, müsste ja gehen, aber es funktioniert nicht. Also Backofen, beste Lösung. So, der ist jetzt schon, meine Hände sehen schon gut aus, weil der schon ziemlich weich ist. Aber das geht nachher, sobald er ein bisschen abkühlt, rubbelt man damit einfach über die Hände und dann geht er wieder weg, wie man sieht, da wird schon sauber. Also, wer noch mit Kit gearbeitet hat, der kennt das. Also im Grunde genommen, theoretisch könnte man es ja auch mit Kit machen. Kit kann man ja auch relativ selber herstellen. Da nimmt man Gips und Leinöl und schon hat man sein Kit, wird heute überhaupt nicht mehr verwendet, außer jetzt bei historischen Fenstern, wo das Original noch so ist. Aber jetzt wird das schon richtig gut. Jetzt kann man den richtig gut durchkneten hier. Und das wäre jetzt die richtige Konsistenz. Also da ist er schon schön warm, geschmeidig. Also man kann ihn ruhig ein bisschen länger im Backofen haben, damit er wirklich gut durchgewärmt ist. Dann behält er auch ein bisschen die Wärme und bleibt dann beim Abdrücken, bleibt er dann geschmeidig. Und das sollte auch sein. So, jetzt mache ich mir das schon mal in der passenden Größe, wie ich dann brauche, weil das sind ja zwei Schriftzüge. Dann lege ich das nochmal ein bisschen hin. Gleich nochmal einen durchkneten. Das habe ich jetzt, wird schon besser an den Händen. Klar, ich habe jetzt die Backe. Da sieht man wieder, es schmiert ein bisschen. Aber ein bisschen hin und her rollen und dann geht das. Eieieiei. Aber gut heiß. 80 Grad ist schon ganz ordentlich an den Finger. Das sollte da vielleicht mit 60 anfangen. Mir macht das persönlich nicht so arg viel aus, weil ich öfters mal heiße Sachen anfassen muss. So, jetzt haben wir mal ein bisschen dazu. So, jetzt lasse ich den nochmal ganz bisschen drin. So. Und jetzt geht's ran, dann machen wir unseren Abdruck. Normalerweise müsste ich da jetzt auch ein Trennmaterial aufbringen, weil wenn der Klee da drauf kommt, ne, also der macht auch gerade im warmen Zustand, würde der eine Mordsauerei machen. Und das müsste man nachher dann alles wieder entfernen. Das geht mit Silikonefernern, kriegt man verhältnismäßig gut weg. Aber es ist trotzdem, das ist Arbeit, die man sich eigentlich sparen kann. Und die Idee dazu, das so zu machen, das kam von meiner Frau, die denken da manchmal ein bisschen einfacher oder logischer. Auf jeden Fall, ich habe das dann ausprobiert und es war eigentlich genial, muss ich sagen. Der ganze Trick an der Geschichte ist nämlich das da, stinknormale Frischhaltefolie. Ich habe die jetzt, das ist eine kleine Rolle, so aus der Küche. Ich habe die auch noch so eine, als große Rolle zum Verpacken von irgendwelchen lackierten Teilen. So, ja, man sieht schon, ich habe da jetzt schon ein paar Brocken von dem Klee drauf. Und jetzt geht man einfach hin und das Schöne ist, wenn es nichts wird, kann man es einfach wiederholen. So, ich lege jetzt einfach da die Frischhaltefolie drüber. Das Schöne ist, die wird ja bei Wärme, fügt die sich ja auch noch ein bisschen an. Und der Klee ist ja warm, wenn er aus dem Ofen kommt. Und ich vermute mal, dass das Ganze das auch noch unterstützt.
So, jetzt habe ich das jetzt einfach mal da. Das ist, man spannt das so ein bisschen, dass es gerade ist. So, das mache ich jeweils von jedem Schriftzug, also von dem ersten und zweiten jeweils einen Abdruck. So, jetzt hole ich mal den Klee aus dem Backofen. Ja, nochmal gut durchkneten das Zeug. So auf die Größe pressen, wie man es braucht. Da muss man ein bisschen zügig arbeiten, weil der kühlt sich doch relativ schnell wieder ab. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Da kann man es nämlich relativ schnell wieder runternehmen. So, und jetzt lege ich das einfach drauf und drücke das richtig gut fest. Ja, man muss immer so die Hand ein bisschen abrollen, weil sonst hebt man den wieder an. So. Jetzt habe ich den gut aufgedrückt. So, und anhaften kann er nicht, weil die Frischhaltefolie drunter ist. Backofen so lange zu. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch 2-3 Minuten warten, bis er ein bisschen abgekühlt hat, und dann kann man den ganz vorsichtig mit der Frischhaltefolie abziehen. So, jetzt müsste eigentlich schon, ja, er wird schon lauwarm, das geht so schnell. Da muss man auch ein bisschen zügig arbeiten. Da hebe ich einfach die Frischhaltefolie am Ende an und hebe das ganz vorsichtig ab und kippe das einfach rüber. So. Also das war jetzt der erste Versuch. Ja, da ist es noch nicht perfekt geworden. Da sind noch so ein bisschen Risse, da muss ich noch mal ein bisschen besser durchkneten vorher. Aber ansonsten, da innen drinnen sieht schon ziemlich glatt aus. Aber das kriegen wir auch noch besser hin, weil, wie gesagt, ich habe das jetzt schon gemacht. So, weil ich musste erstmal rumexperimentieren und ausprobieren, wie es am besten funktioniert. Aber das Schöne ist ja, das Zeug kann man ja unendlich wiederverwenden, ne? Solange da kein Dreck drin ist im Klee, aber durch die Frischhaltefolie kommt ja auch kein Dreck rein. Darum hebe ich den ja auch immer in so einer Tüte auf, da kommt nichts dran und da kann man... Und man kann die Frischhaltefolie, wie man sieht, kann man ganz einfach abziehen. Das ist jetzt noch nicht so perfekt, also Frischhaltefolie kostet ja nur wenige Cent, kann man endlos wiederholen. Machen wir das gleich nochmal. So, in der Zwischenzeit, ich habe den Brocken jetzt wieder mal kurz in den Ofen getan, dann zeige ich euch mal die Form, die ich schon ausprobiert habe. Also das Schwarze, das sind jetzt Epoxidharzreste. Weil ich habe da mit verschiedenen Materialien das ausgegossen. Und ja, die ist jetzt auch schon so, da so ganz kleine Ecke ist jetzt beschädigt. Das ist aber vom Rausheben, wo ich das dann vorsichtig mit dem Messerchen musste ich halt runterfahren, um mal den Anfang zu bekommen, damit ich das rausheben kann. Und ja, man sieht auch hier so die Wischspuren. Ich habe das dann eingegossen und dann ganz vorsichtig von den Rändern praktisch dann abgezogen, weil der ist, wenn der kalt ist, ist er verhältnismäßig widerstandsfähig. Hört man das? Mal gucken. So ein heller Ton. Ja, man hört es, hoffe ich. So. Das war jetzt mal das da. Und das ist jetzt schon der erste Abguss. Da ist noch ein bisschen hinterlaufen, aber wenn das ganz durchgetrocknet ist, dann kann man das vorsichtig mit ein bisschen Schleifpapier entfernen und dann grundieren, lackieren, wie auch immer. Also das sieht jetzt schon ganz ordentlich aus. Er ist jetzt noch ein bisschen weich. Weil Epoxidharz, das braucht immer, ja, bis es richtig durchgehärtet ist, so 78 Stunden braucht das schon. Aber dafür ist es dann hinter ziemlich hart. Ich habe es auch mit Polyurethan probiert, hat aber leider nicht so funktioniert. Weil das Zeug, das zieht so schnell an, es gibt dann immer Luftblasen. Also das ist nicht so das optimale Material.
Ich habe das auch schon mal in der Unterdruckkammer getestet, aber so perfekt ist es nicht. Also da ist so ein Epoxidharz doch besser. Es dauert halt einfach länger, ne? Aber das muss jeder für sich entscheiden, kann er ja rumprobieren. Die Abdrücke kann er ja jederzeit wiederholen, wie ich jetzt ja auch machen muss. So, ich habe jetzt die Folie schon wieder aufgelegt. Der Brocken ist schon wieder aus dem Ofen. Jetzt tue ich den noch mal ein bisschen kneten. Schon mal ein bisschen flach klopfen. Ja. So, jawohl. So, jetzt, naja, so sollte es passen. So, und jetzt mit einem Druck gut andrücken. Theoretisch müsste man eigentlich auch ein Nudelholz verwenden können. Mal austesten. Weiß noch nicht, wo das ist. Ah, da. Habe ich jetzt noch nie ausprobiert, aber könnte ja gehen. Ah doch, das geht sogar. Dann drücken wir das mal richtig schön an. Ah, das sieht doch ganz gut aus, wie ein Teig. Ja, dann kriege ich auch eine schöne glatte Rückseite. Habe ich jetzt beim ersten Mal nicht so gemacht. Aber die Idee ist gar nicht mal schlecht. Muss man nicht mal Mehl aufs Nudelholz tun. Ja, ups. Okay. Dann drehen wir gerade ein paar Minuten warten und dann hebe ich den mal an und schauen wir mal. Also den habe ich jetzt mal umgedreht und da, also in der Form selber, da ist er jetzt perfekt. Also das ist jetzt gut geworden. Außenrum, wenn er so ein bisschen krakelig ist oder so, das interessiert überhaupt nicht. Weil wir wollen ja nur das Innere haben und das ist richtig schön glatt geworden jetzt. Und jetzt lassen wir das einfach mal ein bisschen abkühlen. So, das ist Nummer 2 dran. Also, man hört es, ich bin schon wieder am Kneten hier. Mal gucken, ob es von der Länge her passt. Ja, sollte. Mal ein bisschen länger machen. So, ich könnte noch ein bisschen dazu nehmen. Glaube ich, das ist noch besser. Nochmal schnell was einkneten. So, jetzt ist gut. Bringen wir das mal auf die Form. Vorsichtig da, ja, die legt sich schon an, da die Folie. So, halt, da ist man. Ja, es kommt, ja, ein bisschen länger machen. Kann man ja schön in Form bringen. Theoretisch müsste das eigentlich auch mit anderen Knetmassen gehen, die fein sind und hinterher ein bisschen hart werden. So, jetzt lege ich das mal kurz auf. Jetzt mache ich das nämlich gleich mit dem, drück das mal kurz an. Ja. Und gehe dann mit dem Nudelholz drüber. Mal schauen. Das andere hat ja gut funktioniert. Ja, scheiß Schnupfen, ey. Mal gucken, dass ich nicht zu sehr auseinander drücke. Da muss man mit ein bisschen Gefühl ran. Aber das geht fast noch besser wie mit der Hände, stelle ich gerade fest. Durch die leichte runde Bewegung kann man es nach unten drücken. Man soll es halt nur nicht so auseinander, sodass man das nach vor unten her, dass der Druck nach unten geht. So, ja. Jetzt lassen wir das mal kurz abkühlen. Ja, ja, das ist jetzt schon wieder ein bisschen abgekühlt. Jetzt hebe ich den. Ich bin auch immer ein bisschen ungeduldig, will das Ergebnis sehen. Ziehe ich das mal ganz vorsichtig wieder an, indem ich das so von unten her hochziehe, dass sich das löst. Ja, da sitzt aber gut jetzt fest. Ja. So, jetzt hat sich's gelöst.
Mit der einen Hand fasse ich es oben an und klappe es einfach rum und dann kann ich mir das ansehen. Und ja, das sieht innen drin, da ist so eine kleine Macke drin. Da habe ich nicht sauber durchgeknetet. Da. Aber ansonsten wäre der eigentlich auch schon gut. Da innen drin sieht es überall gut aus. Das ist ja das, was wir haben wollen. Mal gucken. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus, ja. Aber am Ende ist es noch nicht gut. Also nochmal, aber ist ja kein Problem. So, also, den habe ich jetzt schon mal vorgerollt im Backofen, so dass ich dann sehe, ob es eine glatte Oberfläche hat. Den tue ich jetzt gleich nur ein paar Minuten rein, damit er von der Seite schön weich wird, weil den drücke ich dann nachher so an. So. So, mal wieder abheben. Ah, blöderweise, jetzt habe ich die Rolle noch dran. Ah, ist egal, die bringen wir auf der Seite vorsichtig. Und, blub, komm. Hopp, 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 hopp. So, jawohl. Gut. Ah, super, das ist perfekt. Der ist jetzt gut geworden. Ganz vorsichtig abziehen. Jawohl, ja. Sieht gut aus, ja. Können auch noch ein bisschen warten. Bis der Klee ein bisschen kälter geworden ist, aber das sieht jetzt richtig gut aus, ja. Sehr gut. So, wenn man das jetzt die Form fertig hat, dann kann man das ausgießen, hat dann wieder ein Positiv. Und mit diesem Positiv kann man dann hinterher zum Beispiel wieder mit einem Formsilikon negativ machen. Weil dann braucht man ja keine Angst mehr haben, dass das Original da irgendwie in irgendeiner Form beschädigt wird.